Jo, meine Freunde, was geht? Und schön, dass ihr zurück seid. Wir sind wieder bei PC Building Simulator. Ich freue mich drauf. Passend die Cap dazu angezogen. Und ja, ich habe die Webcam angemacht, weil ich mir gedacht habe, so ist schon cooler. Und ich habe auch mit Kit drüber geredet, also mit Philipp, Kit 1807, müsstet ihr kennen. Hat auch gemeint, ja, Webcam wäre schon echt geil. Deswegen mit Webcam. Wir waren stehen geblieben bei, ich weiß es gar nicht mehr, Tag 3, 4, ich bin, also heute ist der nächste Tag, ja, wir haben noch ein bisschen rumgespielt an den Einstellungen und dies, das und mein Videoschneideprogramm funktioniert gerade nicht, da ist auch wieder Struggle am Start, also echt madig, irgendwie funktioniert alles, aber nicht das, was soll und ich habe gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal weiter auf, ich habe nämlich Bock drauf, ich habe wirklich Bock drauf, ich habe mir nur noch einen Kaffee gemacht, deswegen zusätzlich ab und zu an meinem Kaffee. Was auch richtig geil ist, warte, ich nehme erstmal einen Schluck, dann erzähle ich es euch. Geil. Was ich sagen wollte, was echt geil ist, ein Kaffee. Ja, ich war letztens mit meiner Freundin Kaffee trinken und da haben wir einen Kaffee getrunken, oder sie hat sich einen Kaffee bestellt, der war echt geil, ja. Und zwar hat sie sich einen Cappuccino mit Baileys bestellt. Also Baileys, dieser Likör, ja, so ein Kaffeelikör ist das, sollte man kennen. Wird einfach nur so ein Schlückchen reingeschüttet und dann halt nochmal Kaffee drüber. Wenn man will, noch ein bisschen Zucker rein, aber der Baileys macht schon echt süß. Sehr geil auf jeden Fall und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt und trinke einen Kaffee mit einem Schluck Baileys. Hashtag Alkoholiker, würde ich sagen. Nee, also wirklich echt geil. Wenn ihr Kaffeetrinker seid, probiert's. Wenn ihr natürlich auch Alkohol, nichts gegen Alkohol habt oder so, ja, weil das ist ja ein bisschen Alkohol. Man merkt es jetzt nicht in dem Kaffee, weil es eh nur so ein kleiner Schluck ist, so ein Stammball gefühlt. Aber es schmeckt extrem geil. So, das Lied ist geil. Kennt ihr das Lied? Von unserem Gamescom-Vlog, Tag 1, glaube ich, war es. Ich glaube schon. Mega geil, mega geiles Lied. Und ja, ich habe mich ja letztens beschwert, dass die Musik echt so ein bisschen langweilig wird mit der Zeit. Deswegen habe ich jetzt einfach meine Playlist reingenommen. Eine No-Copyright-Playlist-Songliste. Mit über 300 Liedern. Ist geil. Okay, wir waren stehen geblieben. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn heute für ein Tag? Wir gucken auf den Kalender. Der Kalender sagt, wir haben heute, Zustellung, okay, Motherboard haben wir gewechselt. Wir sind wahrscheinlich fertig. Ich gucke nochmal kurz in die E-Mails rein. Morgen müssen wir die Betriebskosten zahlen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, was die Betriebskosten sind. Wir haben 1300, müsste reichen, hoffe ich. Okay, Upgrade PC morgen und reinigen und abschließen. Können Sie diesen PC reinigen? Okay, ich gucke nochmal trotzdem ganz kurz in die E-Mails rein. Ja, mach mal. So. Das haben wir angenommen. 8 GB RAM aufrüsten. Ich möchte 8 GB RAM. Eine Innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen, wäre das nötig gewesen. Okay, 8 GB RAM aufrüsten. Haben wir die 8 GB RAM bestellt? Ich hoffe ja. Müssen wir gleich nochmal gucken. Dann, ich habe einen PC gut gepflegt. Dies, das, der will den 3D-Mark. Genau, da müssen wir nochmal gucken. Die haben nämlich extra Wünsche gehabt mit weißem Kabel. Genau, das war's. Da kann ich mich noch dran erinnern. Staubreinigung, okay. Und der will ein Netzteil und 3D-Mark ausführen. Okay. Okay, das Netzteil müssten wir bestellt haben. Schade, dass man hier nicht so wie Amazon-mäßig die Bestellungen überprüfen kann. Das, kann man das? Warenkorb? Objekt? Nein, leider nicht. Schade, ich hätte gern noch so die Bestellungen überprüft, ne? Das wäre noch geil, muss ich ehrlich sagen. Man kann es auch hier nachgucken, aber das ist immer so ein bisschen anstrengend. Okay, morgen wird geliefert. Zustellung von Team Group Darkforce 4 GB 2400 MHz. Stimmt, er hat schon 4 GB drin, deswegen haben wir nochmal einen 4er bestellt. Und das Netzteil haben wir auch bestellt. Passt. Wegen den weißen Kabeln wollte ich nochmal nachgucken, ob wir die bestellen müssen. Ich glaube aber nicht, weil die Kabel... Ich glaube, die konnten wir halt auswählen. Die kosten halt extra dann, ne? Gehäuse, Kabel. Im Besitz. Kunststoff hellgrau, Kunststoff weiß besitzen wir. Band Kunststoff einfarbig, weiß.
lose verbunden, Band. Ach so, das sind dann gebündelte. Okay. Band. Ich habe keine Ahnung, du, was da der Unterschied sein soll. Eng verbunden, Kunststoff. Okay, okay. Am liebsten würde ich echt alle jetzt kaufen wollen. Aber ich weiß nicht. Wir können die Losen erstmal hernehmen. Er hat gesagt, er will nur weiße Kabel und nicht Kabelmanagement en masse, dass man die noch bindet. Okay. Können wir zum nächsten Tag? Ich glaube ja. Ich glaube schon. Werkstatt verlassen. Betriebskosten zahlen. Okay, dann können wir den Tag beenden. Okay, Betriebskosten zahlen. Ja, ja, ja. Und zur Arbeit. Geld ist immer noch das gleiche geblieben. Okay, hier sind die PCs. Erstmal die Lieferung. 4 GB RAM und das Netzteil ist gekommen. Super, perfekt. Amazon läuft wieder ganz gut. Machen wir erstmal das mit dem RAM. Da habe ich Bock drauf. Staubreinigung und RAM. Deckel aufmachen. Ich finde auch sehr geil, muss ich sagen, für Leute, die sich für einen PC interessieren, aber nicht so viel Ahnung haben und wissen wollen, wie eigentlich das funktioniert und vielleicht sich dann auch später mal einen selber bauen wollen, kann man hier echt gut einiges lernen, worauf es ankommt. Gut, das Erste, was wir machen, ist eine Staubreinigung auf jeden Fall. Jetzt muss ich kurz gucken, wie das ging. Genau, Pressluft. Machen wir erstmal sauber das Ding. Die Pressluft richtig am Rattern hier. Eine MSI-Grafikkarte. Ich glaube, das ist die erste Grafikkarte, die wir sehen. Mit, mit einem Hersteller so. Mit einem eigenen Hersteller, ja. Der es nochmal verbessert hat. Reinigung haben wir gemacht. Okay, dann wollten wir die 8 GB RAM. Speicher. 4 GB erst aufmachen. Zack, zack. Und rein damit. Okay, zu ist es wieder. Ich will mir die Grafikkarte kurz angucken. Boah. Also ich muss sagen, das Design von den MSI-Grafikkarten finde ich schon immer sexy. Ich weiß nicht warum. Die sehen einfach echt immer gut aus. Gefällt mir einfach sehr gut. Das Rot-Schwarz passt einfach zusammen. Okay. Teile, genau, haben wir eingebaut. Budget 60. Ach so, wir hätten sogar $60 ausgeben können dafür. Ja gut, aber ich meine, der hat den gleichen jetzt wieder drin, weißt du? Zweimal der gleiche. T4 Stark Typ ist der gleiche. Also von dem her sehe ich da kein Problem. Wir müssen nur gucken, ob der noch Sonderwünsche hatte. Das machen wir jetzt auch gleich. Der Brombay ist das. Und wir haben, wow, voll viele neue E-Mails. Brombay. Nichts funktioniert angemessen. Ich möchte 8 GB RAM. Eine Innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen. Wäre das nötig gewesen, können Sie schnell dazwischen schieben. Okay, wir haben ihn gereinigt, ja. Und den RAM eingebaut. Mehr wollte er nicht. Das ist kein Problem. Gut. Dann würde ich sagen, testen wir den PC noch. Ob er wieder anständig läuft. Halt, Kabel. Erstmal wieder reinkommen hier. Einen Tag nicht gespielt und schon geht's nicht mehr. So. So. Rein damit. Okay. Und an das Ding. Jetzt machen wir gleich mal gucken. 8 GB, 2x4 GB wurde erkannt. Direkt mal ins BIOS hier reingeschlittert. Okay. RAM-Übertaktung brauchen wir nicht. CPU-Temperatur sieht gut aus. Ja. Gehen wir mal raus. Ach so. Halt, stopp. Wir müssen hier noch richtig hochfahren. Das habe ich jetzt fast vergessen. Okay. Zeit für ein Käffchen. Okay. Fährt hoch. Programm brauchen wir nichts installieren. Können wir wieder runterfahren. Und den Seitendeckel wieder installieren. Zack, zack. Zack, zack. Okay. Dann sind wir hier fertig. Im Flur abstellen. Mach mal.
Aber ich habe gesehen, wir haben für morgen richtig viele Aufträge, ne? Das wird echt, also wird echt schwierig, glaube ich, langsam. Upgrade, Schienennetzteil wechseln und da PC Staubreinigung. Machen wir erstmal den hier. Staubreinigung und war das der mit den weißen Kabeln? Ich glaube ja. Bin mir aber nicht sicher. Wir machen ihn trotzdem erstmal auf und gucken uns den PC an. Ach ja, er hat weiße Kabel. Er hat weiße Kabel drin. Okay, hat er irgendwo nicht weiße Kabel? Hier, das hier zum Beispiel. Hauptplatine. Das könnten wir noch wechseln. So einem weißen Kabel. Erstmal reinigen wir ihn aber. Pressluft. Also ich muss aber auch sagen, ich mache das immer gerne mit so einem Anti-Statik-Pinsel, ne? Also bei so einer Platine wäre ich vorsichtig, wenn ich da mit dem Pinsel drüber gehe. Aber bei so Lüftern, da gehe ich immer mit dem Pinsel. Funktioniert meiner Meinung nach vielleicht sogar besser. So. Sieht wieder schön aus. Gut, Staubreinigung haben wir gemacht. Weiße Kabel, genau, er wollte ja unbedingt weiße Kabel. Das Kabel hier zum Beispiel. Das ist nicht weiß. Und da kriegt er jetzt ein weißes Kabel. So, wie kann ich denn das umstellen? Kabel. Kabellose, verbunden, Kunststoff einfarbig. Okay. Zack. Achso, das geht anscheinend nicht anders. Aber was hat er da für Kabel drin? Sind für mich weiße Kabel, ne? Nicht, dass das graue sind, weil da kaum Unterschied ist. Wir können es einfach mal testen. Ich teste es mal mit dem hier. Das sieht man am besten. Hauptplatine abtrennen. So, dann lose verbundenen Kunststoff. Einfarbig weiß. Weiß. Nehmen wir weiß. Zack. Zack. Ist das ein Unterschied? Ich weiß nicht. Ich sehe da jetzt nicht wirklich einen Unterschied, ne? Wir könnten mal zum Testen, weil ich möchte den Kunden natürlich schon wirklich glücklich machen, mal ein graues hernehmen. Hellgrau. So. Wenn ich jetzt das angucke und das angucke, ist das schon weiß. Aber hier unten sieht es aus wieder wie hellgrau. Ich krieg zu viel. Wir machen einfach hier ab, ne? Pass auf. Machen hier ab. Machen hier ab. Weil das haben wir schon gewechselt. Lüfterkabel. Machen wir auch ab. Okay, und jetzt machen wir überall weiße Kabel. Ist das weiß ausgewählt? Ah, wir haben grau ausgewählt. Oh Mann. Okay. Weiß. Halt. Das wollte ich nicht. So. Und so. Weißes Kabel. Jetzt sind wir wenigstens auf der sicheren Seite, dass wir ein weißes Kabel genommen haben. Luftkühler anschließen. Weißes Kabel. Das bleibt schwarz. Okay. HDD anschließen. Zack. Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall über weiße Kabel. Wir sind auf Nummer sicher gegangen, ganz einfach. Teile haben wir nichts bezahlt, genau. Okay, dann würde ich sagen, testen. Und gib ihm. Zack. Umso öfter man das macht, umso schlimmer wird's. Oder umso nerviger wird's. So, was haben wir gemacht? Wir haben Staubreinigung gemacht und die weißen Kabel. Typ flippt aus. Tag der lebenden Toten, Euro Truck Simulator und Klecks. Können wir das angucken? Keine Berechtigung. Schade. Klecks, keine Berechtigung. Und das? Auch nicht. Ah, ich hätte es jetzt gefeiert, wenn da irgendwelche Videos drauf gewesen wären. Klar sollte man das nicht machen als PC-Spezialist und sonstiges, wenn man nur repariert. Ich weiß, aber es wäre trotzdem lustig gewesen, weil wir halt im Spiel sind. Ist das nicht Dubai im Hintergrund? Es dürfte Dubai sein, ne? Es sind noch diese Sandbänke, wo die drauf wohnen. Hotels sind oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Gut, der PC läuft. Wir lassen ihn mal laufen, weil ich trotzdem nochmal nachgucken, damit ich mir sicher sein kann. Genau, RAM und reinigen. Genau, okay. Gut, mehr war es nicht. Kann ich hier jetzt hier auch PC
Alles klar, kann ich auch. Dann machen wir jetzt noch den Deckel drauf. Zack, zack. Also das Gehäuse finde ich auch irgendwie cool. Hat was. Ne? Und was? Entec. Okay. Aufnehmen. PC ist fertig. Und abstellen. Ja. So, und jetzt haben wir hier noch Sheen Power King 600 oder besser. Und den 3D Mark ausführen. Was war denn hier bei dem? Oh, warte mal. Ich habe bei Brombay nachgeguckt. Ja, okay. Ich glaube, wir haben da was vergessen. Ich guck nochmal. Das war nämlich das hier. Ich habe meinen PC nicht gut gepflegt. Können Sie mal reinigen? Eventuell braucht der Computer mal einen neuen Frühjahrsputz. Können Sie wissen, oder? Mein Sohn schwärmt mir laufend was von 3D-Mark vor. Was ist das überhaupt? Wenn das möglich wäre, fände ich ein paar Kunststoff-Weißkabel da drin prima. So, jetzt haben wir es. Ich installiere. Ich nehme den PC nochmal. Wie gesagt, wir wollen den Kunden glücklich machen. Und ich installiere 3D-Mark drauf. Einfach nur, weil wir es können. Ganz einfach. So, dann stecken wir ihn nochmal an, weil es so viel Spaß macht, den PC immer anzustöpseln. Hm, warte, installieren. Nein, 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 nein. Oh doch, warte, das brauchen wir auch. Kabel. Achso, hier ist er schon. So. Jetzt Kabel. Zack. Zack. So und so. An damit. Und jetzt installieren wir erstmal noch 3D-Mark drauf. Seitdem ich das erwähnt habe mit dem 3D-Mark, ich muss immer dran denken. Das ist mir noch nie aufgefallen bis letztens. Das ist einfach 3D-Mark. Das Wort, nee. Okay, wir installieren erstmal Advanced Edition. Sollen wir den Leuten Bongel installieren? Dann können sie uns gleich bewerten. Das wäre auch krass. Okay. Installiert. Wir lassen es trotzdem mal kurz testen. Bei solchen Tests, wie gesagt, ich mache die auch gerne an meinem PC. Da lasse ich immer Specky im Hintergrund laufen, damit ich sehe, wie warm die Teile werden. So. Ausführen. Okay, der ist schon mal besser als unser PC. Der schafft 7 Bilder in der Sekunde. Ganze 7 Bilder in der Sekunde. Heftig. Ja gut. Läuft auf jeden Fall. Und ich habe es drauf installiert. Mehr wollte ich nicht. Gut, ausschalten. Wenn ich jetzt hier den PC aufnehme, ist der USB-Stick weg. Okay. Nicht, dass die immer die USB-Sticks snacken. So, und jetzt den hier. PC lädt Betriebssystem, Sheen Power King, also das Netzteil und 3D-Mark ausführen. Okay. Ich hoffe, dass wir bei dem anderen nicht das auch komplett durchlaufen lassen hätten sollen. Weil... Ja. Hier steht es extra beschrieben. Der andere wollte es ja nur haben. Ich meine, da kann sich sein Sohn freuen, oh geil, wir haben 3D-Mark und kann nichts damit anfangen, weil 7 Bilder in der Sekunde, GG. Ja, ne, weißt du Bescheid. Bei dem steht er extra ausführen, ausführlich da. Netzteil. Muss ich nicht den Kasten hier irgendwie... Ah, das ist ein Gehäuseteil extra. Ah ja, gut. Dann machen wir das mal. Und dann müssen wir noch die ganzen Kabel abnehmen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es automatisch das macht dann. So, PSU deinstallieren. Genau, da müssen wir die ganzen Kabel abziehen. Ich freue mich. So, haben wir noch ein Kabel? Okay, hier oben. Okay, und... Was ist das? Ah ja, Stromkabel für die Festplatte war das. Gut, 250 Watt hat das Ding nur. Okay. Sage ich jetzt mal nichts dazu. 250 Watt. Benutzt. Funktioniert aber noch. Also können wir aufheben für irgendwelche kleinen PCs. Und das 600er kommt rein.
Hat es gar keine Lüftung hier? Hat es unten wahrscheinlich diese Staubgitter, ne? Ja. Okay. Ah. Ich krieg's nicht hin. PC-Teile. Ich habe gerade versucht, irgendwie das hinzuschieben, dass ich das Ding komplett sehe. Kann's vergessen. Das geht nicht. Ich kann nicht mal hoch und runter hier. So. 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 Zack. Zack, zack. Zack. Okay. Dann noch Kabel. Da müssen wir aber wieder auswählen. Der hat nämlich schwarze Kabel. Dann nehmen wir die ganz normalen schwarzen Kabel. Einmal hier. Bitteschön. Einmal hier. Bitteschön. Und einmal hier. Bitteschön. Okay. Müsste alles wieder passen. Dann verbinden wir gleich mal unsere Kabel wieder. Wieso kann ich mich hier nicht bewegen? Achso, dann muss ich... Ich war ganz rausgezoomt schon. Okay. Ich dachte, das wäre gestern anders gewesen. So, rein damit. HDMI. Schön, dass alle HDMI haben. Ich kenne noch PCs, die hatten nicht mal HDMI. VGA zum Beispiel nur. Oder DVI. Den Deckel zumachen. Können wir machen. Machen wir einen Deckel gleich zu, komm. So. Brr, brr. Zack. Und zack. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir bloß nicht die Scheibe hier aufmachen, ne? Sondern immer abschrauben. Läuft. Gucken wir mal, ob er hochfährt. Halt, ich habe was vergessen. Ach, der hat 3D-Mark schon drauf. Okay. Okay. Angeblich nur 6,5 Bilder, aber ich finde, es läuft schneller als bei den anderen PCs, oder? Täusche ich mich da? Kann sein, dass ich mich auch täusche. Mm-mm-mm-mm. 25 Frames. Also 30 sollten schon drin sein bei einem richtigen Gaming-PC, oder? Auch wenn du es auf 4K laufen lässt oder so. Ich habe, wenn ich das richtig gelesen habe, sind es 144p, wo das läuft. Das ist schon heavy, wenn du da nur 25 Bilder pro Sekunde schaffst. Mhm, mhm. Noch eine Szene. Ah, dieses Ruckeln, ne? Das ist so unangenehm. So kannst du ja nichts spielen. Boah, das ist unangenehm. Stellt euch mal vor, ihr müsstet so zocken. Ich glaube, da hätte man keinen Bock mehr, oder? 3800 Punkte. Times by Extreme. Oh. Kaffee erstmal geslasht. Grafiktest 20, GPU, Zeit. Steht da noch was dabei? Nee. Okay, 3D-Mark haben wir ausgeführt. Dann können wir den eigentlich auch mal wieder ausschalten. Und gucken, ob wir alles erledigt haben. Ja. War da noch irgendwas? Ich schaue noch mal kurz in der E-Mail, bevor wir den weggeben. Das war jetzt Damian. Funktioniert nicht, der fährt zwar nochmal hoch, Benchmark-Programm laufen lassen oder ein Spiel zu spielen. Stürzt er ab, meine PSU habe ich ersetzt, könnte es sein, dass es neue Bauteile... Ja, okay. Haben wir gemacht. Mehr wollte er nicht. Okay. Zack. Zack. Könnte, was mir gerade so eingefallen ist, es könnte natürlich auch sein, dass bei dem anderen dabei stand, ich möchte gerne weiße Kabel haben, weil der weiße drin hat und wenn man nicht dran denkt, macht man ihm einfach schwarze ran. Wenn man es nicht auswählt. Könnte natürlich sein, ne? Okay, dann haben wir die heutigen Aufträge geschafft. Und ich würde sagen, dann checken wir unsere neuen Aufträge. Ihre Stromrechnung. Ihre Stromrechnung ist jetzt fällig. Bitte zahlen Sie $96. Okay. Ich glaube, wir schalten unseren PC mal aus. Über Nacht. 96 bezahlen. Zack.
Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Black Pettersburg und ich gehöre zum Stammpersonal hier bei Movie Maniacs. Der Nummer 53 unter den Websites mit Kinomeldungen und Filmrezensionen in Großbritannien und im deutschsprachigen Raum. Angesichts der bevorstehenden Premiere des voller Spannung erwarteten nächsten Blockbusters in Ghost Laser Universum, Universum GLU, möchte ich mir die früheren Titel der Serie noch einmal zu Gemüte führen. Alter, wie schreibt der so? Also würde keiner mehr schreiben. Ghostlaster, Ghostlaster 2, Ghostlaster 3, Kippmulde, Ghostlaster 4, zurück in die Kiesgrube und natürlich das von der Kritik verrissene Spin-off Tim Schopf und Lukas der Trucker. Hören sich sehr, sehr interessant an, die Filme. Eine Ghostlaster-Geschichte. Die Sammel-Edition auf Blu-ray habe ich bereits zugelegt, aber jetzt möchte ich sie auf meinem Computer rippen. Damit ich bei Bedarf eine vollständige Bild-für-Bild-Analyse vornehmen kann. Leider verfüge ich derzeit nicht über genug Festplattenplatz für diesen Zweck. Können Sie meine Speicherkapazität bitte entsprechend aufrüsten? Ein weiteres Terabyte sollte schon genügen. Blake Pettersburg, Assistent Junior Moderator, Movie Maniacs, Action. Okay, er will einfach 1 Gigabyte mehr. 1500 Gigabyte Speicherkapazität aufrüsten. 1,5 Gigabyte. Ne, war es 1500 Gigabyte aufrüsten? Ja gut, 1,5. Ach so, warte mal, hat er Terabyte oder Gigabyte gesagt? Das will ich jetzt nochmal wissen. Ein weiteres Terabyte. Okay, gut, habe ich mich verlesen. Oder falsch gedacht und richtig gelesen, wer weiß. 1,5 Terabyte aufrüsten. Jetzt hat er drin. Er hat jetzt drin eine 500 Gigabyte. Also müssen wir einfach nur eine Terabyte Festplatte reinklatschen. Genau wie er sich wünscht. Okay. Eine Terabyte Festplatte können wir gleich mal bestellen. Festplatte Seagate Barracuda. Haben wir da einen Terabyte bei denen? Bei den Billos? Nee. Da müssen wir eine Seagate nehmen. Finde ich auch gut so. Dann nehmen wir eine Seagate. 1 Terabyte. 60. Was hat er gesagt? Budget 100. Wir haben 100 Budget. 100 Budget. Dann machen wir ihm doch eine bessere rein. Ganz ehrlich, dann haue ich ihm die 3 Terabyte rein. Wenn er 100 Budget hat, kriegt er eine 3 Terabyte. Ist der Kunde glücklich, wa? So. Okay. Ich würde trotzdem mir mal ein paar Festplatten auf Kante legen, ne? Eine Terabyte, eine 2 Terabyte. Ich meine, jetzt können wir es uns leisten. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest, dass wir uns das leisten können. Aber ich denke schon. So, eine Terabyte, eine 2 Terabyte. Grafikkarten. Speicher. Da brauchen wir auch nichts erstmal. Kühler haben wir auch nichts Besonderes Neues. Haben die Ryzen 5. Okay. Ja, dann würde ich sagen, bestellen wir so. Dann hat es sich wenigstens gelohnt, die 30 Euro zu zahlen. Warte, da kommt noch was dazu. Ich hätte fast schon bestellt. Okay, erstmal hier den Auftrag annehmen. Festplatte haben wir für dich, Jung. Weiter. RichSailingMyBoat.nl. Ein Upgrade, damit ich segeln kann. Ich habe da mal diese tolle Segelsimulation angespielt, aber während mein Computer das Spiel startet, scheint die Bildrate in den Keller zu gehen, wenn ich die Einstellungen hochsetze. Okay. Ich habe ein Programm namens Will It Run benutzt, um die Spezifikation herauszufinden und festgestellt, dass mein PC zwar die Mindestanforderungen knapp erfüllt für die empfohlene Spezifikation, aber wohl eine bessere GPU benötigt. Können Sie sich die Sache vielleicht mal ansehen? Dank Your Vale. Okay, alles klar. PC kann Sailway, The Sailing Simulator, empfohlen ausführen. Ziele. Okay, da brauchen wir jetzt Will It Run wahrscheinlich. PC-Daten, was hat er denn jetzt aktuell drin? Mortoni. Eine DFL Radeon R9. Okay, das ist halt auch nicht wirklich was Besonderes. Müssen wir jetzt wirklich Will It Run kaufen und auf unserem PC installieren?
Ich habe nämlich keine Ahnung, was die Voraussetzungen für das Spiel sind. Bei diesem Auftrag musst du auf die Will It Run Anwendung zurückgreifen, die du im Shop besorgen kannst. Du installierst sie auf einem PC, um zu prüfen, welche Anforderungen für das jeweilige Spiel zu erfüllen sind, das entsprechende Programm auszuführen. Okay, cool. Habe ich mir schon richtig gedacht. Passt. Dann, The Doctor Says, fehlende Wermelite-Paste. Hallo auch. Danke fürs Reparieren meines PCs. Seit sie die Wermelite-Paste ergänzt haben, läuft hier alles prima. Ich hatte nicht gewusst, dass die Firma unter neuen Eigentümer läuft, ist aber eine gute Sache, wenn Sie mich fragen. Ihre schnelle Erledigung dieses Problems hat mich beeindruckt, deshalb gebe ich Ihnen gerne eine zweite Chance. Ich werde Sie empfehlen, wenn jemand in meiner Bekanntschaft Reparaturen benötigt. Mit Grüßen, Dr. Waterman. Das freut einen doch. Das freut einen doch, dass er sich nochmal meldet. Was unterschwellige Absichten. Kundenkommentare sind eine launische Angelegenheit und nicht immer sagen die Leute direkt, was sie eigentlich wollen. Halte die Kundenkommentare in den E-Mails im Auge, denn oft sind heimliche Absichten herauszulesen, für deren Erfüllung du zusätzliche Bewertungssterne einheimsen kannst. Haben wir schon drauf geachtet. Brauchst das Spiel mir gar nicht sagen, ey. Deshalb solltest du dich anstrengen und beste Arbeit leisten, damit du sie alle erfüllst. Ha. Okay, freut mich. Hallo, ich glaube, ich brauche ein paar Upgrades für meinen PC. Also, D.CPU muss auf jeden Fall aufgerüstet werden. Okay. Außerdem brauche ich den Rechner spätestens am 18.01. in 8 Tagen zurück. Haben Sie schon mal von AMD gehört? Nee, was ist das? Ein Allradauto? Die sollen unglaublich toll sein. Neulich habe ich auf PCBay ein paar von diesen abgefahrenen Kunststoff-Schwarzkabeln gesehen. Easy. Eher Sandkühler. Mit Sand kühle ich nicht so gern, aber gut. Ach, war das schlecht. CPU aufrüsten. Bis Ende 8 Tage abschließen. Budget $170. Arbeit, okay. Was hat er denn jetzt für eine CPU? AMD Ryzen 3 Quad-Core. Okay, dann müssen wir gucken, ob die CPU dafür passt. A320M MTech Plus. Kann man hier draufklicken? Nee, leider nicht. Okay, dann will ich kurz erstmal gucken. Hauptplatine. 320 MTech Plus. Sockel AM4. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Multi-GPU? Nee, ja, okay. Aber AM4. Dann gucken wir mal. CPU-Prozessor. Er hat jetzt den hier, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben sonst nur Intel, oder? Boah, ist das Spiel Intel-lastig. Wir machen aber den hier rein, wa? Ryzen 5. Was hat denn er als Budget? 170. Ja, dann will er den Ryzen 5. Okay. Dann geben wir ihm auch den Ryzen 5. In den Warenkorb damit. Okay, und Kabel hat er gesagt. Warte, will er gebundene? Abgefahrene Kunststoff-Schwarzkabeln gesehen. Ja, Schwarz-Kunststoff haben wir. Dachte ich zumindest. Gebunden hätten wir vielleicht noch am Start. Wir können die jetzt einfach mal mitbestellen. Wird halt eine größere Rechnung, aber wir kriegen auch wieder Geld rein. Gebunden will ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Eng verbunden Kunststoff schwarz. Ummantelt Kunststoff. Ummantelt und lose haben wir. Dann nehmen wir noch das Band, genau. Ja, das reicht. Nehmen wir nur das Band, weil sonst, wir haben Kunststoff schwarz. Dass er die abgefahren findet, finde ich auch krass, aber gut. Sonst war nichts mehr drin gestanden. Ne? CPU aufrüsten haben wir. CPU Kühler, wie sieht es da bei dem aus? CPU Kühler hat er den. Okay, da ist ein guter, sage ich jetzt mal drauf. Einen, den wir uns auch aktuell erst leisten können. So. Wasserkühlung wäre natürlich immer geiler, aber. Ja. Okay. Gut, dann haben wir das auch bestellt. Erfahrung 2 Stufe. Ach so, Stufe 2. Lol. Wir können aber hier erstmal kassieren. Okay, kassiert. Dann kann man die auch gleich verwerfen. Hier, kassieren. Neuteile, 116 Kunststoff-Weißkabel installieren. Kundenzufriedenheit. Bong-Rezension, 4 von 5. Mein PC ist sowas von sauber und die haben tolle Arbeit geleistet. Warum keine 5 Sterne?
Warum keine 5 Sterne? Schlawiner. Okay. Und hier kassieren. PC, Kundenzufriedenheit, Staubreinigung und abgeschlossen. 5 Sterne, das neue RAM funktioniert bestens und ich komme gern wieder. Haben wir 2 Sterne erreicht? Ich hoffe. Wir haben eine neue PC-Teile. Wir haben unser Sortiment gerade um folgende Teile erweitert. MSI, Radeon R9, 370 Gaming, 4 und 2 GB. Okay, die können wir auch verwerfen. Ui, ich will sie verwerfen. Okay. Nichts funktioniert angemessen. Das haben wir gemacht. Kassiert haben wir es auch. Genau. CPU-Aufrüsten. Ach, jetzt können wir es auch machen. Geil, wir haben 2 Sterne erreicht. Das ist cool. Gut, das war bloß die Danksagung. Weg damit. Das haben wir angenommen. Das haben wir angenommen. Und die Stromrechnung haben wir bezahlt. Können wir auch löschen. Einwandfrei. Jetzt müssen wir halt noch bestellen, ne? Genau, Warenkorb. Gucken wir nochmal rein. Die Barracuda haben wir alle bestellt. Den haben wir bestellt. Und Kunststoff schwarz. Halt. Stopp. Halt, stopp. Tools und Software haben wir vergessen. Will it run in den Warenkorb? Systeminfo. Bongel. Automatisches Anschlusswerkzeug. Hätte ich echt gerne langsam. Am Anfang fand ich es echt unnötig, aber jetzt, Okay, Will it run haben wir mit rein. Verschafft dir genaue Angaben über die Systemleistung. Das brauchen wir erstmal, glaube ich, nicht. Irgendwann später aber auf jeden Fall. Will it run haben wir drin. Jetzt kaufen. Heute lohnt sich der Einkauf. 720. Ich weiß, wir bräuchten die einigen, also die Festplatten bräuchten wir nicht. 3 Terabyte und 2 Terabyte. Aber ich will einfach eine auf der Rückhand haben. Einfach so. Und wir kriegen auch wieder Geld. Gut. Jetzt kaufen. Okay. Dann kommen morgen die Teile. Wir haben alles erledigt. Wir haben gelernt, dass Strom teuer ist hier in dem Spiel. Und deswegen... Warte mal. Habe ich das richtig? Ah, lol. Es ist dunkel. Warte, mache ich das Licht an? Ist draußen hell? Ah, hell auch nicht. Ach, voll geil. Voll geil. Okay. Betriebskosten haben wir gezahlt. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Dann hier, morgen Upgrade, Upgrade, Upgrade. Zustellung von Seagate, 1 TB, 2, 3. Zustellung von AMD Ryzen und Band Kunststoff. Und wo ist das Programm? Steht gar nicht dabei, das Programm. Haben wir das... Vielleicht muss das gar nicht geliefert werden, weil es ja eine Software ist, ne? Wäre eigentlich logischer. Machen wir morgen. Gut. Boah, das sieht irgendwie cool aus mit den Tischen. Das sieht cool aus. Gut. Ab zum nächsten Tag, würde ich sagen. Und in dem Sinne würde ich aber auch was sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Morgen wird ein geiler Tag. Will it run? Wir dürfen eine Grafikkarte... Warte. Sollten wir eine Grafikkarte... Leute, wir sehen uns noch nicht in der nächsten Folge. Ich muss nochmal nachgucken. Ich weiß, ihr denkt so, ja, Backseat Gaming, ist der behindert? Aber ganz ehrlich, mach mal den PC an hier. Will it run? Lag das an der CPU oder... Eine bessere GPU, siehst du? Ah, da wollten wir... Stimmt. Okay, da wollten wir erst nachgucken, was für eine GPU wir bräuchten. Das machen wir morgen. Wenn er mal einen Tag länger auf seinen PC warten muss, kann ich auch nichts dafür. Ich meine, der sagt jetzt nicht spezifisch, was er genau haben will oder was er genau braucht. Wenn er eh schon sagt, ja, ich brauche die und die mindestens, wäre es ja kein Problem. Aber gut, wir sehen uns am nächsten Tag und in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen, danke fürs Zugucken. Daumen nach oben oder Daumen nach unten und ihr kennt den Standardsatz, ne? Kommentieren, wenn es euch gefallen hat oder wenn euch was stört, gerne einfach reinschreiben. Und abonnieren, wenn ihr nicht abonniert habt. Dankeschön, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao. Das war nicht so geplant. Okay, haut da rein. Tschüss.